Willkommen auf dem Online-Magazin Survival Deutschland. Mein Name ist Stefan und ich habe heute für euch was ganz Besonderes dabei. Es geht heute nicht um Survival oder normales Camping, denn heute ist das Thema richtiges Glamping. Ich habe mir ein Mongolenzelt zugelegt, welches Platz hat im Extremfall bis zu 8 Personen. Komfortbereich ist zwischen 4 und 6. Dieses Ding bietet wirklich alles, was du für dich und deine Familie brauchen könntest oder eben auch, wenn du mal etwas länger an einem Ort bleiben möchtest mit einem Freund oder auch zwei, und es soll euch an einfach nichts fehlen. Dieses Zelt werde ich jetzt gleich für euch mal hier aufbauen. Durch seine Größe wird es für den einen oder anderen erstmal etwas abschreckend sein, weil man denkt so, Junge, wie viel brauche ich, um das Ding aufzubauen? Aber ich werde euch beweisen, dass eine Person das in relativ kurzer Zeit tatsächlich hinstellen kann. Und werden dann das Ganze ein bisschen in das Thema reingehen, damit ihr ein besseres Bild davon bekommt. Wir haben uns hier eine schöne Location an einem See ausgesucht, damit das Ganze auch ein bisschen Flair für euch hat. Leicht windig, also entschuldigt, falls es Windgeräusche geben sollte. Tut der Sache jetzt aber erstmal keinen Abbruch. Fangen wir an, würde ich sagen. Und bis gleich. So sieht das Ganze in der Verpackung noch aus. Das ganze Teil nennt sich Kahn C400. Ist also der kleinere von den beiden. Es gibt noch einen auf 500. Das Packmaß ist natürlich schon ordentlich und hat auch ein bisschen Gewicht. Wir kommen hier auf 25 Kilo. So, wie ihr sehen könnt, ich hatte das Zelt auch tatsächlich schon ein paar Mal im Einsatz. Ich teste die Sachen ja immer richtig, bevor ich irgendwelche Videos dazu mache und irgendwelchen Leuten irgendeinen Mist andrehe. Also hier könnt ihr davon ausgehen, das war schon mehrfach im Einsatz. Wie ihr seht, auch bei schlechtem Wetter. Und naja, aber dazu gleich mehr. Ein Zelt für diese Größe braucht natürlich auch ein paar Heringe, aber wie ihr seht, da wird alles mitgeliefert und die sind auch gar nicht mal so schlecht. Die sind gar nicht mal so schlecht und haben auch schon wirklich viel Wind und starken Regen durchgehalten. Ihr seht, da ist noch so ein bisschen Matsch mit dran. Also ziemlich coole Sache. Generell, wenn ihr solche Zelte aufbauen wollt, wie solche Tipis jetzt in dem Fall, oder das ist ja nicht ganz rund, ist ja ein Mongolenzelt, hat ja so eine leichte andere Form, ist es eigentlich relativ einfach. Ihr müsst nur oben an den Seiten, das schon also auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs, ein paar Haken reinsetzen und dann ein Mittel fürs Reinziehen und schon hat das Zelt eine gewisse Eigenspannung und bleibt eigentlich schon fast stehen. Und das ermöglicht uns eben, das Ding auch wirklich alleine zügig aufzubauen. Die Verarbeitung, wie ihr seht, ist hier natürlich auch richtig super. Wir haben richtige Stahlösen dran. Das ist alles super verklebt und auch die ganzen Nähte, alles was wir hier haben, ist alles doppelt vernäht. Also das ist schon wirklich richtig gute Qualität. So, einfach einstechen, leicht auf Zug, schräg einführen und fertig. Jetzt geht es erstmal nur darum, das Ganze ein bisschen zu fixieren, dass wir das gleich errichten können. Am Ende müssen wir dann eh noch mal ein bisschen nachspannen, deswegen am Anfang nicht gleich ganz so tief reinhauen. Das Ganze ist hier drin verbunden mit Stahlseile. So bleibt das Ganze auch immer im zusammengepackten Zustand zusammen. Und es geht nichts verloren. Und ihr seht schon, 2,50 Meter ist halt mal eine Ansage. Ne? Hier oben an der Stange, dadurch wisst ihr auch, wo oben und unten ist, haben wir nochmal einen extra Haken, wo ihr dann eben euer Licht reinhängen könnt. Oder den Mülleimer dann so im Zentrum sozusagen des Zeltes. Thank you.
So, und jetzt geht es im Grunde noch ums Abspannen. So, ich habe mir jetzt einen kleinen Klopper geholt und gehe das Ganze jetzt einfach nochmal durch und spanne das nochmal einmal in eine Zugrichtung richtig ab. Ja. Dass wir hier die Spannung drauf bekommen. Die Halterung muss natürlich gerade sein, nicht verdreht. Und dann nochmal richtig auf Zug, gerade einführen und dann mit Druck nach hinten durch. Ja. Hab mir einen kleinen Klopper geholt, weil der Boden jetzt ein bisschen widerspenstig. Und ihr seht, trotz des Windes, es steht. So, nachdem das Grundgerüst soweit steht, haben wir jetzt noch mal so einen kleinen Spanner oben für den Eingang. Hier wieder das Gleiche. Das ist alles miteinander verbunden, wird dann zusammengesteckt und hier mit einem Knöpfelein fixiert. Und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. So, haben wir hier oben unseren kleinen Propfen. Und der kommt jetzt einfach in die Mitte und wird dann innen nochmal fixiert. Da haben wir hier extra so eine kleine Öse, wo das Ganze reinkommt. Und innen haben wir kleine Taschen, wo dann die Beine reingestellt werden. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Und wie ihr seht, hier hinten gibt es dann so kleine Taschen. Und da werden dann die Beine einfach reingestellt. Und dann verrutscht auch alles nicht mehr. So sieht das Ganze dann also fertig aus. Leichte Abspannkrümmungen sind hier bitte zu ignorieren. Der Boden ist hier nicht wirklich gerade, leicht abschüssig. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht, selbst des starken Windes trotzes konnte ich das Ding alleine hinstellen. Habe circa eine Viertelstunde gebraucht. Mit ein bisschen mehr, noch mehr Übung und ein bisschen weniger Wind geht es also schneller. Also auch ein Familienpapa, während die Frau auf die Kinder aufpasst, als Beispiel, bekommt das also hin. Davor braucht man also keine Angst zu haben. So, dann gehen wir das Ding einmal ruhig ab und dann erzähle ich euch ein paar kleine Sachen dazu. Komm mal mit. Dadurch, dass das Ganze ein Leinenstoff ist, also ähnlich wie die Bundeswehrzelte, ist dieses Zelt also auch tatsächlich wasserdicht. Wir hatten das eben auch schon im Einsatz, da hat es stark geregnet und wie ihr in den Aufnahmen sehen könnt, läuft das Wasser oder perlt das Wasser einfach runter, weil das natürlich noch ein bisschen vorimprägniert ist. Irgendwann lässt das Ganze nach, spielt aber keine Rolle, denn die Fasern dieses Leinematerials, auch das der Fäden, wird sich bei Feuchte, bei Nässe ausdehnen und dadurch gewinnt es dann eben an der hohen Dichtigkeit und lässt dann eben auch keinen Wind mehr rein. So. Gleichzeitig haben wir hier zweimal die Möglichkeit, einen Kamin zu integrieren. Also du kannst hier drin richtige Zeltöfen reinbasteln. Das ist der eine Ausgang. Da haben wir hier schon feuerfestes Material vorne dran. Und wie ihr oben an den kleinen Puppe sehen könnt, ist da eben der nächste Ausgang für den Kamin. Das bedeutet, ihr könnt einmal den Ofen zentral stellen oder eben hier schön an die Seite. Hier unten sehen wir jetzt noch mal kleine Fenster. Die kannst du hier natürlich dann auch öffnen und kannst dann dein Zelt schön durchlüften. Hier nochmal gesichert durch ein Moskitonetz, welches man aber eben auch nochmal wegmachen kann, um einen richtigen Durchzug zu machen. Dazu zeige ich euch dann aber gleich nochmal separat, was ihr seht. Wir haben hier auch nochmal so Schlaufen, mit denen man das hier fixieren kann. So. Und dann haben wir eine richtige schöne Lüftung und das Ganze geht natürlich einmal rundherum. Hier außen haben wir auch nochmal ein Symbol drauf für ein Stromkabel. Das Teil hat natürlich keine eigene Stromversorgung, aber es hat einen Service-Schacht, wo du hier öffnen kannst. Bedeutet, du kannst jetzt also hier drinnen dein Kühlaggregat haben, also deine Kühlbox als Beispiel oder ein Kühlkompressor. Von mir aus auch ein Fernseher, ist ja egal. Hast du hier auf dieser Seite deines Zeltes platziert und hast dann hier dein Stromkabel raus und hast hier deine Solarstation stehen, was natürlich ziemlich cool ist. Und diese Variante, die ich aufgebaut habe, ist nur eine von mehreren. Denn jetzt haben wir hier nochmal so ein kleines Raumwunder bzw. atmungsaktives Wunder. Denn wir können jetzt hier, je nach Temperatur, das Ganze noch anpassen. Wenn die Wände natürlich komplett geschlossen sind, das wäre dann die Wintervariante, dann ist das auch ziemlich winddicht. Ich sage ziemlich, weil das Ganze hier oben innen auch nochmal Lüftungsfächer hat, die man innen mit Schnüren aufziehen kann. Und dann geht das Ganze hoch und runter und du hast dann eben nochmal eine Zusatzlüftung. Die Version jetzt mit den geöffneten Fenstern, das kannst du dann so ein bisschen im Frühling machen
oder dann an einem späten Abend, zum Beispiel im Sommer oder dann eben Anfang Herbst. Einfach so, dass du nochmal eine kleine Lüftung drin hast, Mückenschutz hast, aber trotzdem durch das Gitternetz noch eine leichte wärmere Stauung hast. Und jetzt gibt es das Ganze natürlich noch für die heißen Tage. Das möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. So, jetzt kommt eben eines der Special Features. Es gibt nämlich einen Reißverschluss, der einmal komplett drumherum geht. Und diesen Effekt möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also einfach nochmal für die technischen Daten. Wir haben hier eine Gesamthöhe von 2,50 Meter und ein Durchmesser von 4 Metern. Das gesamte Material ist Leinenstoff und der Boden ist im Grunde LKW-Plane, also auch von da kann nichts kommen. Das hier ist jetzt die sogenannte schwebende Version. Ja, wie ihr seht, man hat dann auch eine richtig coole Sicht und kann sich dann abends auch gut gehen lassen, dadurch, dass jetzt eben das Moskitonetz noch dran ist. Das Moskitonetz allerdings, auch das kannst du komplett nach oben rollen, so wie eben gerade einfach den unteren Teil. Dieser untere Teil hat eine Höhe von 65 cm und erzeugt da natürlich nochmal mehr Raumvolumen. Ihr seht auch schon an der Farbgebung hier drinnen, es ist also wirklich erstaunlich, wie schön das Licht hier drinnen ist, wie angenehm und positiv sich das quasi sofort auf jemanden niederlegt. Wir hatten eben bei diesem Event, wo wir gewesen sind, wo es richtig stark geregnet hatte, teilweise es war sehr matschig, es war sehr schlammig, bin ich morgens hier drinnen aufgewacht und dachte, wow, die Sonne scheint, richtig cool, wird ein super schöner Tag. Hab dann hier die Tür aufgemacht, habe rausgeschaut und habe so, boah, alles grau und trist. Aber hier drinnen kannst du dann eben auch mal bei schlechtem Wetter positive Energie tanken, kannst dich hier schön aufhalten und es ist richtig super. Kondenswasser hier drinnen gibt es natürlich nicht mehr. Das entfällt alles und auch morgens das Aufwachen ist wirklich was ganz was anderes, weil du nicht dieses stickige Gefühl hast, wie du es normalerweise in so kleineren Zelten eben hast. Dadurch, dass du eben einfach mehr Luftvolumen hier drinnen hast. Also es ist wirklich super. Das ist richtig, richtig schön angenehm. Jetzt zeige ich euch aber noch eine Kleinigkeit, die ich mir mit dazu geholt habe. Denn ich habe mir überlegt, wenn du das schon so schön hast, dann brauchst du natürlich auch irgendwie einen schönen Komfort beim Schlafen. Wir haben das Ganze natürlich auch schon vorher gemacht. Ich zeige euch da jetzt mal ein paar Aufnahmen, wie das Ganze ausgesehen hat, wie ich das eingeräumt habe in verschiedenen Varianten. Was daran eben liegt, dass wir das schon öfter benutzt haben und dann eben auch viel durchprobiert haben. Und ihr seht, platzmäßig ist so viel da, dass du richtig schön variieren kannst. Und jetzt möchte ich euch einfach nochmal im Detail zeigen, wie dann dieses Bettsystem, was ich hier drinnen habe, funktioniert. Denn das in Kombination natürlich mit diesem Zelt, ich sage euch Leute, so gut habt ihr noch nie geschlafen in einem Zelt oder einfach draußen, weil ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt ein richtiges Bett mit dabei. Das ist der absolute Superhammer. So, und das zeige ich euch jetzt mal. Das Bett ist im Grunde einmal dieses Packvolumen für eine Person. Wir haben hier ein richtiges Unterbett, eine Unterkonstruktion mit einer richtig großen 8 cm dicken Matratze. Das Untergestell des Betts hat eine Höhe von 25 cm und hat hier einen richtigen Lattenrost aus Bambus. Völlig irre. Ich zeig dir. Und das ist im Grunde das Unterkonstruktion oder die Unterkonstruktion. Hat hier vorne wieder ein Ventil und mit dem wird das Ganze eben jetzt aufgepumpt. So, und jetzt schaut euch das Teil mal an. Also das ist schon richtig, richtig krass. Ja? Also das ist der absolute Wahnsinn. Wenn du das richtig aufpumpst, hat das natürlich auch eine richtige Formstabilität und sowas. Und auch die Leute, die ein bisschen mehr wiegen, haben da kein Problem. Ja? Oder auch die Kinder werden das nicht so einfach kaputt bekommen. Wir haben hier an der Außenseite, beziehungsweise einmal so quer rüber, haben wir Gummizüge. Da kannst du deine Matratze eben drauflegen und dadurch bleibt das Ganze dann eben fixiert. Wir haben hier an den Seiten nochmal eine Strebe, die du hier drüber ziehen kannst, um dann die Matratze separat auch zusätzlich nochmal festzuhalten. Hier hinten nochmal ein paar Molleschlaufen. Die Molleschlaufen sind natürlich dann dazu da, dass du dir hier nachts nochmal die Taschenlampe dranhängen kannst oder einen kleinen Beutel mit Taschentücher oder eine Wasserflasche, die du hier mit dem Karabiner dran machst, damit das nicht wegrollt.
oder was auch immer. Hier befinden sich auch die Verschlüsse, um zum Beispiel zwei Matratzen miteinander zu verbinden, damit du im Grunde ein sehr großes Ehebett daraus machen kannst oder eine super Liegewiese eben für die Kids. Unter dem Teil, dadurch, dass es natürlich Platz hat, kannst du natürlich dann auch die ganzen Schlafsackhüllen und sonstigen Kram dann da unten einfach verstauen und der fährt dann hier nicht in der Gegend rum oder kannst die Klamotten drunter machen oder was auch immer, Getränke und so weiter und so weiter. Ja, du siehst also, das Ding wiegt also auch nichts. Dann kannst du hier schön in die Ecke tackern, dann kannst du hier morgens aufwachen und schaust dann schön auf den See raus, also das ist schon richtig cool. Um das Ganze natürlich abzurunden, gibt es dazu nochmal eine Matratze. Hier gibt es natürlich auch wieder sehr verschiedene Varianten. Es gibt einmal eine normale Matratze, die man eben zum Aufpumpen machen kann. Und oder eben in meinem Fall habe ich mir eine ausgesucht, die ich dann auch zweckentfremden kann, denn die geht bis minus 20 Grad. Das ist natürlich dann schon mal eine andere Geschichte. Also mit dem Teil kannst du dann wirklich überall draußen sein. Spielt dann also keine Rolle, ob du dich in diesem Zelt aufhältst oder eben nicht. Genau. Das Teil hat eine Dicke von 8 cm und passt dann eben hier auch super drauf. Falls du jetzt aber nicht in sowas investieren möchtest, ist es überhaupt kein Problem. Hier passen natürlich auch andere Isomatten drauf. So. Und fertig ist unser Bett. Das ist der absolute Superhammer, Leute. Das ist der absolute Superhammer. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Wirklich der absolute Wahnsinn. Und du schläfst hier drauf so gut wie daheim. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Wenn ihr also euch für sowas entscheidet, nehmt sowas mit dazu. Und ihr könnt damit dann auch wirklich mal eine Woche, zwei Wochen irgendwo im Urlaub richtig entspannen und euch erholen. Und habt trotzdem aber eben das Zeltklima, das was ja eigentlich so ein bisschen die Erholung auch nochmal ein bisschen ergänzt. Ne? Das ist natürlich was anderes. Und im Grunde habt ihr ein eigenes Hotelzimmer dabei. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Und wenn man mal schaut, ich habe das jetzt hier hingestellt. Stell es mal hier an seinen Originalplatz. Du siehst, du hast hier also Platz für das zweite noch. Und hast diese gesamte Fläche einfach noch, die du dann für dich nutzen kannst. Das ist der absolute Superhimmel. Also ich bin mega begeistert. Und ja, vielleicht habe ich das Interesse von dem einen oder anderen geweckt. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich werde mit dem Ding hier auf jeden Fall noch mehrere Reisen machen. Es liegt natürlich dann auch daran, weil ich andere Sachen noch geplant habe. Ich habe da noch ein Kanu mit dabei, so ein großes aufblasbares. Das kommt dann eben hier rein. Ich habe dann so Kameraausrüstungsgedöns, Stromaggregate bzw. Strom-Powerbanks, Solarstation mit allem drum und dran, wo ich dann wirklich mal länger an einer Location bleiben möchte und wo ich dann draußen die ganze Gegend richtig erkunden kann. Und hier ist dann mein Refugium, wo ich mich dann eben wieder richtig erholen kann. Aber wie gesagt, für eine Familie auch so ist das richtig Bombe. Das ist richtig, richtig gut. Und für die Leute, wo ich jetzt das Interesse so geweckt habe, checkt das auf jeden Fall aus. Es ist nämlich gar nicht so teuer, wie man jetzt meinen würde. Es ist wirklich, als ich das so gesehen hatte und aufgebaut habe, ich wirklich dachte, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier der absolute Hit. Ja? Also wirklich super. Ich packe euch alle Links natürlich unten in die Videobeschreibung. Checkt es aus, schaut da rein, wenn es interessiert. Und jo, für mich heißt jetzt wieder ein bisschen fertig machen. Draußen kommen die ersten Regenwolken. Ich habe keine Lust, das jetzt gleich wieder nass einzupacken. Dementsprechend mache ich jetzt los. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bei Fragen und Wünsche, Anträge natürlich wie immer unten in die Kommentarleiste. Und checkt auf jeden Fall auch Instagram aus. Das ist mein erster angepinnter Kommentar unter diesem Video. Würde mich super freuen. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Wahrscheinlich wieder mehr im Wald draußen. Bis dann, ciao. Tschüss, Stefan.